Hi, neues Altbauwohnungsupdate. Passiert mir tatsächlich nicht oft, aber ich habe jetzt die Wechselakkus für die Kamera und das Ladegerät zu Hause liegen gelassen. Deswegen nur so, ich sag mal, Einzelheiten. Wenn ich etwas erledigt habe oder irgendwas gefunden habe und so weiter, dann werde ich das hier so begleiten. Aber jetzt will mich nicht während der Arbeit filmen. Ansonsten kann man sehen, dass im Flur weitergemacht wurde. Also die Wand, da ist ja sowieso noch Arbeit, die ich machen müsste. 18%, 17% Akku habe ich jetzt noch, aber es ist halt jetzt in dem Fall so. Aber an der Wandseite kann man ganz gut sehen, dass sie hier verputzt haben. Können wir uns einmal gucken, was hier im Flur alles passiert ist. Das sieht doch mega ordentlich aus, von der Struktur und alles Mögliche, weil das super, super glatt geworden ist. Ist auch schon alles komplett fest. Vor den Feiertagen noch haben sie das hier gemacht. Hier an der Seite auch. Da schön die Kante raus. Wo man am Ende, ein paar Kanten muss man eh noch schleifen. Da ist noch ein bisschen Überstand und so weiter. Genau, oben die Decke müsste man noch machen. Es sei denn, die überlegen sich, die komplette Decke abzuhängen. Ich muss jetzt noch hier Unterputzdosen bohren und einen Schlitz nach oben machen für die drei Leitungen. Und noch andere Leitungen, die in Badezimmer gehen im Endeffekt. Abstellraum ist noch eine Sache. Und Badezimmer möchte ich heute auf jeden Fall anfangen. Und da bin ich gespannt, wo der Durchlauferhitzer, die Leitung, erweitert wurde. Gucken wir uns alles an. Hier ist nichts passiert. Das kennen wir alles schon in dem Fall. Was ich hier gemacht habe mit den Signaldeckel. Die ganzen Leitungen sind auf jeden Fall noch drin. Aber verputzt wurde noch nicht. Hier kann natürlich auch verputzt werden in dem Fall. Genau. Ja, sonst haben sie hier die Wandseite fertig gemacht. Also Flurwand komplett da, wo man schon machen konnte. Hier auch. Dann ist mir auch noch aufgefallen, dass beispielsweise hier noch den Rest gemacht haben, wo noch eventuell gespachtelt werden, noch geschliffen werden muss. Ja, ein paar Sachen zu dick aufgetragen und so. Aber sonst war hier auch alles im Grunde schon soweit fertig. Alles soweit komplett schön. Hier ist noch ein Spiegel, den sie da jetzt hingestellt haben. Das ist alles top. Schlafzimmer hat sich auch soweit nichts verändert. Außer, warte mal, muss ich kurz mal gucken. Na doch, haben sie hier abgeschliffen. Die Kante, da waren auch noch so Überreste. Aber jetzt, wo es getrocknet ist, hier sieht man noch, haben sie das hier mit dem wahrscheinlich gemacht. Überall die Kanten schön abgeschliffen. Ja, das haben wir ja schon gesehen. Sieht aber schon so aus, als wenn tatsächlich gestrichen werden könnte. Das sieht top aus. Hier oben sieht auch ganz gut aus, da wo die Lampenleitung ist. Und sonst hatten wir nur noch Wohnzimmer. Hier war auch jetzt über die Feiertage komplett ganze Zeit Fenster offen. Die Tür, ja, auch alles komplett schön weiß, schön glatt, Ecken fertig gemacht. Hier oben ist die Decke auch schön glatt geworden. Ja, und alles Mögliche hier rundherum. Hier, wo ich Schwierigkeiten hatte, haben sie keine Schwierigkeiten gehabt. Vielleicht kommt die Kante auch gar nicht rüber bei der Kamera und das sieht jetzt aus wie eine glatte Fläche. Aber hier, wo die Steckdose ist, ja, da hat man ja hier so eine Kante vom gesamten Raum her. Aber das sieht jetzt alles komplett gut aus. Ja, dann würde ich vorschlagen, ich werde jetzt so Dann würde ich vorschlagen, ich werde jetzt mit dem Akkubohrhammer und dem Meißel, ich mache mir hier jetzt Licht und dann werde ich mal ein paar Fliesen abschlagen. Fange hier so in dem Bereich an und dann schaue ich mal, weil hier ja oben die Leitungen vom Durchlauferhitzer gezogen wurden. Haube habe ich erstmal wieder raufgemacht, aber tatsächlich sind es hier andere Leitungen gewesen. Beziehungsweise eine andere Leitung gewesen, eine NIM-Leitung, vorher eine Stegleitung, beziehungsweise zwei Stegleitungen, bin ich schon gespannt. Tja, jetzt habe ich komischerweise 100% Akku, nicht weil ich nochmal zu Hause gewesen bin,
sondern weil Not erfinderisch macht. Theoretisch könnte ich den ganzen Tag, die ganze Nacht aufnehmen, weil ich jetzt nämlich über USB einfach die Kamera lade. Ich habe mir das jetzt hier so über die Kabeltrommel einmal eben hier Baubeleuchtung, den Baustrahler rangemacht und das andere Kabel, hier ist auch mein Handy beispielsweise gerade am Laden, habe ich hier mehrere USB-Ports und dann kann ich das ganz bequem an die Kamera anschließen. Angefangen habe ich hier noch nicht. Ich möchte jetzt auch nicht provozieren, während der Ruhezeiten extra Baulärm zu machen. Auf jeden Fall, das habe ich vorbereitet. Ohne Schutzbrille und Gehörschutz würde ich hier auch nicht arbeiten. Das hallt extrem, das wird so laut werden für alle Bewohner in dem Haus, wenn ich um 15 Uhr gleich anfangen werde. Ich habe die Zeit genutzt, um ein bisschen aufzuräumen. Leitungen, die nicht mehr hier benötigt werden, die werde ich auf jeden Fall ins Auto räumen. Ein paar Glättekelle-Sachen, den Rührer brauche ich beispielsweise bei einer anderen Baustelle, bei meinem Schwager. Den Schlauch, den Staubsaugerschlauch, habe ich sogar festgestellt, dass da ein Riss drin ist. Den haue ich weg. Genauso haue ich auch den Staubsauger hier weg. Den brauche ich auch nicht mehr, hatte ich damals mal geschenkt bekommen, stand bei jemandem in der Garage. Und ja, sonst habe ich hier in die Festool-Kiste ein bisschen Zeug zusammengesammelt, was hier auch noch dann weggeht. Dübel beispielsweise, die Putzausgleichsringe, die behalte ich auf jeden Fall. Unterputzdosen, die Mauernutklipse, Signaldeckel und anderes Zeugs, Nägel und Verbrauchsmaterialien generell habe ich hier reingepackt. In der Küche ist einfach nur der Koffer gerade für einen Bohrhammer, den akkubetriebenen. Und so habe ich jetzt auch ein bisschen die Sachen weggeschafft. Zum Großteil liegt hier so noch das Zeug vor den Verputzern. Wie man sieht, Getränke, bisschen Essen, Sprühflaschen, Eimer, was sie hier alles nicht haben. Und das hier ist das, was ich noch benötige. Die 5x6 Quadrat für einen Durchlauferhitzer. Ein paar Signaldeckel für Abstellraum für Badezimmer, Schalter-Steckdosen-Kombination für Badezimmerspiegel. Also ich habe mir so gemacht, Schalter-Steckdosen-Kombi-Badezimmer, dann noch Abstellraum-Waschmaschine, dann noch zwei Unterputzdosen für Waschtisch im Badezimmer und dann noch hinterm Spiegelschrank eine Unterputzdose. Da will ich auch gleich tatsächlich einmal reingucken, hintergucken. Ich hoffe, ich bekomme den Spiegelschrank ab, weil das können wir auch direkt machen. Ja, einfach. Ich weiß nicht genau, wie der befestigt ist. Auf jeden Fall werde ich diese Glaselemente hier, die Glasböden, beide erstmal rausnehmen, damit die mir nicht runterfallen. Hier ist ja ein separater Schalter, der war dauerhaft auf ein. Spannungslos ist ja sowieso. Ich denke, der ist einfach aufgehangen, denke ich mir mal. Und dann hoffe ich, ich kann den alleine anheben und dann erstmal hier auf ein Waschbecken draufstellen und dann abklemmen. Und bin auch gespannt, wie es da hinten aussieht und solche Sachen. Deswegen, ich hatte das jetzt erstmal hier so hingestellt, damit ich mich filmen kann, wie ich hier an der Fliese rumstemme. Aber ja, positioniere ich gleich wieder so. Erstmal machen wir Spiegelschrank, versuchen wir runterzunehmen, weil da muss ich auch sowieso ein bisschen wegstemmen. Das hier kommt weg. Ich würde die Unterputzdosen noch rausballern und ein bisschen weiter nach vorne setzen. Hier hätte man eigentlich auch mit Putzausgleichsringen arbeiten sollen. Haben sie jetzt in dem Fall nicht gemacht. Deswegen, die sind mir auch ein bisschen zu tief drin. Das ist echt nice. Muss ich mir auf jeden Fall merken, wenn ich keinen Akkus dabei habe oder sowieso vorhabe, dauerhaft zu filmen, ohne Akkuwechsel und so weiter. Einfach an USB laden lassen, ganze Zeit. So machen sie das bestimmt auch, wenn irgendwie lange Interviews und so weiter geführt wird, dass man unabhängig von der Akkuquelle dran ist. Ja, die Klemme hier, die kann beispielsweise auch ab. Und da wird alles rausgekloppt. Deswegen, zwei Lampen waren hier oben, eine Steckdose hatte man noch. Hier ist noch eine Ersatzlampe, tatsächlich LED. Das da oben, eine ist LED, die andere noch Halogen oder wie das heißt. Genau. Aber beide liefen auf jeden Fall. Ne, ich glaube, ich krieg den nicht ab. Oder runter, oder ob der zu schwer ist. Oder ob der anders befestigt ist. Ich glaube, ich hole mir mal eine Leiter. Und dann gibt es hier oben auch noch Schrauben. Ich will mal nach oben gucken, wie es da aussieht.
Naja, hier sieht man nur, wie das mit Schrauben befestigt ist, die beiden Lampen. Dann sieht man hier noch einen Trafo, welcher hier in der Mitte eingelassen ist. Aber sonst nicht wirklich was. Der ist auf jeden Fall richtig gut an der Wand dran. Hier an der Seite. Von innen sieht man auf jeden Fall keine Schrauben. Deswegen müsste der eigentlich aufgehangen sein. Ich weiß aber jetzt nicht, wie viel der Korpus wiegt. Besser vielleicht sogar die Gläser, die Spiegel hier einmal abzumachen. Das ist hier auch kein Problem. Die Spiegel, die wiegen auch schon was, ne? Und ehe die kaputt gehen, ja, die bekommen bestimmt sowieso einen neuen Schrank, aber oder nur ein Spiegel. Sieht ja auch schöner aus als so ein ganzer Schrank, aber ist egal. So abnehmen, um die Schrauben komplett rausdrehen zu müssen. Dann schraube ich die Schrauben wieder rein, ehe die verloren gehen. Und jetzt haben wir nur noch Holz und ein paar Lampen. Obwohl es hier oben auch noch Schrauben gibt. Nee, der hängt nur. Alles gut. Die schraube ich wieder rein. Ah ja, hier haben sie einfach nur das Kabel raushängen lassen und mit Lüsterklemmen verbunden. Okay, ich kann den ja so an die Wand lehnen. Könnte auch kurz einen Prozess machen, einfach abschneiden, aber Seitenschneider ist im Auto. Ja, hier oben einfach mit zwei Haken eingehangen, sage ich mal, und genug Leitungsreserve auf jeden Fall gelassen. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich noch nicht wirklich so beleuchtete Spiegel im Badezimmer oder Spiegelschränke montiert habe und angeschlossen. Ich habe es schon mal gesehen, wo man es abmacht und so. Meistens ist da tatsächlich eine Leitung, die aus der Wand rauskommt. Häufig in Neubauten sehe ich aber im Vorfeld, dass da eine Steckdose eingebaut wird in der Unterputzdose. Jetzt weiß ich nicht 100%, ob sie da beispielsweise bei der Leitung den Stecker abgeschnitten haben, weil so viel trägt das ja im Endeffekt auch nicht auf, wenn man Schutzkontaktstecker in die Steckdose reinstecken würde. Der bräuchte auf jeden Fall Schutzkontaktstecker wegen Dings, also deswegen auch hier mit Schutzleiter und alles Mögliche, weil der eine integrierte Schutzkontaktsteckdose hatte. Aber ich denke, wenn ein Spiegel nur Beleuchtung hat und das schutzisoliert ist intern, dann reicht ein Euro-Stecker. Ich denke, die werden meistens so ausgeliefert, wenn man nur eine Spiegelplatte mit Beleuchtung hat. Ansonsten ja, kann man auch dann, wenn man halt nur eine Leitung ausgeführt hat, das mit Vago-Klemmen verbinden, ne? So wie man das hier mit Lüsterklemmen gerade eben gesehen hat. Ist zwar nicht die feine englische Art, jetzt auch wegen Feuchtraum und so weiter. Deswegen, ich sehe hier auf jeden Fall vor, eine Steckdose einzubauen, da hat man sowieso alle Möglichkeiten offen. Dann kann man auch notfalls, wenn der Schrank keinen Stecker hat, entweder einen Stecker konfektionieren oder hier einen Stecker reinstecken und abschneiden und dann wieder mit Vagus verbinden oder keine Ahnung. Naja, wird man im Endeffekt sehen, wie man das hier am Ende löst. So, die Perspektive müsste jetzt in Ordnung sein, sodass man das hier erstmal im Blickfeld hat. Ich hoffe, dass die beiden Stegleitungen für den Durchlauferhitzer hier so verlaufen. Das müsste eigentlich die Höhe sein. Gucken wir gleich mal. Blöderweise habe ich nur noch so einen stumpfen kleinen Meißel, sage ich mal. Ich habe mir tatsächlich ein Set
bestellt bei Bosch mit einem Fliesenmeißel, einen richtig guten. Ja, wenn der da ist, dann hat man mehrere, so breitere Auflagefläche, ist auf jeden Fall spitzer, zu Anfang natürlich. Und dann kann man alles runterkloppen. Oder die machen es selber, müsste man mal gucken. Ich mache auf jeden Fall jetzt alles so frei, was elektroinstallationsmäßig freigemacht werden müsste. Heizkörper bin ich auf jeden Fall nicht in der Lage, das zu demontieren. Deswegen werde ich, damit da nicht so viel Fliesenstücke und Staub und Steine und so reinfallen, einfach mal an der Stelle abdecken. Sonst, ja, andere Sachen sind relativ egal. Ich habe Durchlauferhitzer jetzt wieder die Kappe drauf gemacht, den Schutz, die Abdeckung, damit da kein Staub reinkommt, ist auch so eine Sache. Lieber nicht irgendwie mit Staub in Verbindung kommen, was die Innereien angeht und so. Aber sonst passt das. Ich denke, das Ding hier müsste ich nicht demontieren, kann ich eigentlich. Ja, ich glaube, ich demontiere das auch an der Stelle und dann geht es gleich richtig los. Nee, ich will es nicht kaputt machen. Da war auf jeden Fall eine Madenschraube auf beiden Seiten. Die eine muss ich jetzt erstmal wiederfinden. Da, ich hab sie. Ja, ich mach die wieder rein, dann passt das. Wenn, dann kommt das mit dem Fliesen runter. Ist ja nur so eine olle Stange, um Handtücher aufzuhängen. Kriegst du ja, wenn die kaputt geht, ersetzt. Ah, passt, ich krieg's doch ab. Also mit der Madenschraube. Ah ja, okay, alles klar. Ja. Kaputt ist er nicht, das kann man hier wieder dran machen. Zack. Und dann ranklicken und mit den Madenschrauben hier an der Seite wieder fixieren im Endeffekt. Extra die Gläser geputzt. Jetzt habe ich wieder einen Durchblick. Ah, ich gebe auf die Leiter. Ich muss mal gucken, ob da schon die Leitung ist vom Durchlauferhitzer. Bisschen ist da auf jeden Fall was weg. Silikonfugen und so muss man am Ende sowieso neu machen. Nee, eine Leitung haben wir an der Stelle nicht, wo ich gehofft habe, dass da eine wäre. Aber egal. Ah, und ich gehe mal den zweiten Akku direkt laden. Der ist zwar jetzt voll, aber wenn der alle ist, dass man dann auf jeden Fall doch einen hat. Naja, aber viel weiter höher kann die Leitung im Endeffekt nicht anfangen. Vielleicht ein bisschen hier, wo der Putz ist. Naja, ansonsten ist es echt nicht schön verputzt. Ich mache das mal ein bisschen weg hier oben. Aber tiefer kann der auf jeden Fall nicht kommen. Deswegen, ich stelle mal hier ein bisschen die Ecke weg. Und da muss ich dann sowieso durch mit der neuen Leitung. Und dann schlitze ich hier, wo Fliesenkleber drauf ist, mir den Weg. Jackpot. Hier sind die beiden Leitungen. Naja, soll ich jetzt alles abreißen?
verputzen die neu. Ich will auf jeden Fall sehen, wo sie, ja, die sind bestimmt komplett rumgegangen. Und dann runter, da wo der Durchlauferhitzer ist. Hier haben wir die beiden Stegleitungen. Schwarz-Grau, 6 Quadrat oder 4 Quadrat. Na, ich glaube eher 4. Und dann haben wir noch eine 1,5 Quadrat Schwarz-Grau. Die war wahrscheinlich für Spiegelbeleuchtung oder für Steckdosen damals, was sie abgemacht haben. Na, ich glaube, ich mache den Putz nicht weiter kaputt. Ich werde dann hier, wo Fliesenkleber, da müssen sie das hier nur neu verputzen und streichen. Und sonst gehe ich dann hier runter direkt mit der neuen Leitung und schneide die mir ab. Und dann weiß ich schon mal, okay, das geht auf jeden Fall hier so, da so. Bedeutet, ich mache da mal ein bisschen was frei. Und dann sehen wir auch beim Durchlauferhitzer schon, was da Phase ist. Weil das hatten sie hier sowieso alles komplett offen damals. Also das ist jetzt erstmal uninteressant. Da weiß ich, okay, gehen wir so auf jeden Fall. Die Fliesen kann ich alle in der Reihe einmal abschlagen. Und dann hier direkt auch noch Perspektivenwechsel. Hier bin ich jetzt vorsichtig, wegen Wasser. Nicht, dass ich irgendwie eine Wasserleitung hier beim Durchlauferhitzer reinbohre, reinstemme. Naja, das kann ich definitiv ein bisschen schlauer lösen am Ende. Einfach da, wo Fliesen gelegt wurden, bis hierhin schlitzen, ohne da oben in Putz reinzugehen. Hier sind sie mit der 5-Adrigen aus dem Schalter irgendwie vom Putz reingegangen und dann die 3-Adrige hier rüber gemacht. Aber bildet bestimmt so eine Schlaufe, Zwecksinstallationszone vermutlich, dass sie bis ganz nach oben gegangen sind, 30 cm von der Decke. Ja, Durchlauferhitzer habe ich noch keine Leitung gefunden. Suchen wir mal weiter, aber die müsste theoretisch von da oben so gehen und auch mit runterkommen. Vielleicht sitzt sie ein bisschen tiefer, wer weiß. Na, ich fege das mal hier ab beim Durchlauferhitzer und versuche den Deckel nochmal richtig schön drauf zu machen. Naja, irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt. Ich sehe hier ringsherum keine einzige Leitung vom Durchlauferhitzer. Hab gedacht, die kommt von oben. Sollte eigentlich so sein. Kann aber auch sein, dass sie seitlich kommt und eventuell die hinterm Spülkasten oder so versteckt wurde. Oder auch verlängert wurde hinterm Spülkasten. Aber den habe ich jetzt sehr mit Gipskarton und so bestimmt, ne? Verkleidet. Ja, weg muss er trotzdem. Die Fliesen hier müssen auch neu gemacht werden. Aber da ist ja auch mit Wasser und alles hier bei der Spüle, ne? Mach dann doch lieber Klempner. Solange hier noch alles funktioniert mit dem Wasser. Aber wäre schon schön, die Leitung zu finden. Ah, die geht hier runter, siehst du? Hier sehe ich doch die Leitung. Die ist so fett, die geht direkt hier am Rand runter. Und dann bestimmt nach links hin. Hier in der Ecke habe ich noch was gefunden.
Spülkasten bestimmt verlängert dahinter. Oder tropft's. Habe ich jetzt doch ein bisschen was kaputt gemacht, ja, von der Dichtung, wo ich den hier so gerissen habe. Oder läuft jetzt das Wasser? Könnt ihr das überhaupt sehen? Hier ist ein Anschluss und dahinter kommt das ganze Wasser jetzt raus. Naja, an sich kann ja bei einem Spülkasten nicht viel was schief gehen, wenn man das aufmacht, aber ich glaube, dazu wäre es vorteilhafter erstmal die Kloschüssel zu demontieren und dann die Fliesen abschlagen und dann reingucken, was sich da drunter verbirgt, weil jetzt sehen wir ja hier, dass wir mit den Leitungen gekommen sind, die ich dann entsprechend abschneiden werde. Hier sieht man genau dieselben Stegleitungen hintereinander gelegt, dass die einmal hier komplett runtergehen und dann vermutlich hier hinten verschwinden und dann nach links gehen, um da hinzukommen. Vielleicht hing der auch irgendwo anders damals, der Durchlauferhitzer. Deswegen jetzt irgendwie auf Verlängern eine Nimmleitung genutzt. Ansonsten durch die Stemmarbeiten vermutlich da eine Undichtigkeit jetzt. Ich habe mal hier Haupthahn abgedreht, weil jetzt haben wir kein Wasser. Wenn ich hier aufdrehe, habe ich auch demjenigen schon gesagt, dann haben wir natürlich hier Wasser ganz normal fließend. Aber dafür fängt es hier unten an. Hier sieht man schon, wie das tropft, das Wasser. Also hier an dem Anschluss. Da wird es irgendwie komplett nass und fängt dann an, die ganze Zeit runter zu tropfen. Irgendwann fängt er sogar an zu fließen. Also hier habe ich jetzt eine Undichtigkeit hervorgerufen aufgrund der Stemmarbeiten vermutlich, aber wenn ich hier abdrehe, dann ist weder Dusche noch Waschbecken noch am Durchlauferhitzer. Also dann ist komplett alles abgeschaltet vom Wasser her. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal so. Und dann sollen sie erstmal hier alles abbauen, Durchlauferhitzer demontieren, spannungsfrei ist ja schon. Und dann sieht man die Leitung und dann kann ich da auch eine neue Leitung ziehen. Die Geschichte hier, die kann rausgezogen werden. Aber auch nicht komplett. Da oben schneide ich es ab. Da schneide ich es ab. Und dann geht man direkt einmal mit einer 3x15 zu den beiden Steckdosen. Hier am Fliesenspiegel entlang. Da hinten werden wir ja die Dose haben. Da kommt dann Durchbruch durch. Und dann geht man hier. Kann auch gegebenenfalls so gehen. Auf der Höhe, ja, werde ich dann sehen. Und zum Spiegel auch direkt vom Schalter eine 3x15. So wie wir die dahin ziehen, ziehen wir die nur nach oben und setzen da nochmal eine Dose, die geschaltet wird vom Schalter. Und hier einfach Dauerstrom von der Zuleitung für Badezimmer und dann ist gut. Und Durchlauferhitzer jetzt dann nochmal separat 5x6 Quadrat. Aber dazu muss das erstmal weg. Genau in dem Sinne würde ich an der Stelle jetzt sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.